Stell dir vor, es ist ein ganz nettes Mädchen aus Mammelmannsberg oder so. Ein ganz nettes Mädchen im Frotteeanzug, dem die Zigaretten alle gehen. Oh yeah. Es tritt wie ein Ereignis aus dem Lottoladen aus. Und der Taxifahrer Horst Hansen aus Istanbul verliebt sich Knall auf Fall in ihre geilen Klamotten. Und der reiche Taximann, geerbt von Oligarchen, sagt zur ausgestopften Hartz-IV-Braut: Wohin soll ich dich fahren? Die Welt, sie steht dir offen. Billstedt, Bahnhof, das wäre doch schick. Und dabei lacht sie über das ganze Gewicht. Und sie heißt Angelika, Mandy, Eveline, Rieke, Eiche oder so, vielleicht auch nur Mädel. Aber er nennt sie einfach nur Frotte-Mädchen. Sie trinken einen Latte M im Billstedt Center bei Alverden. Das Lächeln der Bedienung ist so kalt wie der Winter auf dem Höhendorfer Friedhof. Mädel besucht die Gräber ihrer vietnamesischen Freundeseltern von der letzten Klassenfahrt und weint. Diese Bilder, diese Farben, diese Länder, diese Freunde. Hier sind 5857 italienische Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bestattet worden. Größtenteils wurden sie in den Jahren 1956 bis 1958 aus den Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Schleswig-Holstein vom Volksbund Deutsche Gräberkriegsgräberfürsorge hierher umgebettet. Die Gräber sind in 5 Gruppen um ein Hochkreuz angeordnet. Sie sind mit Kissengrabsteinen besetzt, auf denen die Namen der Toten verzeichnet sind. Die Steine enthalten die Angabe, ob es sich bei den hier bestatteten Menschen um italienische Kriegsgefangene oder um Zivilisten handelt. Wikipedia. Das beeindruckt Herrn Hansen und das Mädel sehr. Sie entspannen noch im Öhendorfer Park und am See und Herr Hansen erinnert sich an Frau und Kinder und er haut plötzlich ab und lässt das Mädchen aus Mümmelmannsberg bei Knackwurst und Bier zurück. So ist das leider immer. Traurig, aber schön.